Heute gibt es ein Update zu meiner Leber- und Gallenblasenreinigung nach Andreas Moritz. Ich hatte letztes Jahr ein Video dazu hochgeladen und euch erzählt, dass ich damit angefangen habe. Hatte euch, glaube ich, nur von der ersten Reinigung oder sogar von der zweiten erzählt. Und es war alles neutral. Ich habe jetzt nicht davon geschwärmt, habe aber auch nicht gesagt, dass ich es schlecht finde. Und heute bekommt ihr mein endgültiges Ergebnis bzw. meine Meinung, wie ich zu dieser Reinigung stehe. Als allererstes möchte ich dazu sagen, es gibt sehr viele, die das gemacht haben. Wenn du recherchierst, YouTube, Google, gibt es einige, die das gemacht haben und sehr viele gute Erfolge erzielt haben. Diese Reinigung ist ja dazu da, die Leber zu reinigen und die Gallenblase zu reinigen. Ich weiß nicht, was heute los ist mit meiner Stimme. So, die Gallenblase. Viele haben ja Probleme mit Steinen in der Galle, okay, oder in der Gallenblase. Mit dieser Reinigung sollen alle Steine entfernt werden, auf natürliche Weise, ohne Operation. Okay. Wie gesagt, es gibt viele Erfahrungsberichte, wo die Menschen ganz viele Steine ausgeschieden haben. Ich habe selbst in meinen beiden Reinigungen auch Steine ausgeschieden, ganz kleine erstmal. Und wenn du es regelmäßig machst, ein Jahr zum Beispiel, dann kommen irgendwann auch die großen Steine heraus. Dann gibt es noch die Erfahrungsberichte, dass die Augen klarer geworden sind, beziehungsweise das Augenweiß klarer geworden ist, wenn die Menschen diese Reinigung gemacht haben. In der chinesischen Medizin schaut man ja auf die Augen. Und wenn das Augenweiß ganz klar und sauber ist, soll das ein Zeichen sein, dass mit den Innereien alles in Ordnung ist. Wenn man dabei so dunkle Flecken hat, gelb oder es gibt bestimmte Dinge, auf die man achten kann, das kann ein Hinweis darauf sein, dass mit der Leber etwas nicht stimmt oder. Okay, bei mir gibt es hier genau in der Mitte etwas Gelbes, wie so ein gelber Schatten. Und deswegen dachte ich mir, gut, dann fängst du mal an. Ich meine, die letzten 30 Jahre habe ich mich auch nicht sehr gut ernährt. Bei mir läuft es ja erst seit ungefähr 5-6 Jahren so, dass ich mich gesünder ernähre. Da hat sich bestimmt einiges angesammelt und dann fang mal an und mach diese Reinigung. Und jetzt komme ich zum Punkt. Als ich die Reinigung beim dritten Mal ausgeführt habe, bin ich zusammengebrochen. Und das war wirklich ganz, ganz schlimm. Ich nehme aber auch ganz stark an, dass mein Körper, ich weiß nicht, ob da jetzt so vergiftet ist oder was auch immer, aber er musste wohl anscheinend sehr hart arbeiten, um ganz viele Gifte auf einmal rauszuscheiden. Ich bin den Weg gegangen, wie der hier in dem Buch erklärt wird, habe die Reinigung halt so gemacht, wie es erwähnt wurde, und an dem vorletzten Tag, beziehungsweise am letzten Tag, darfst du nichts essen und hast so eine bestimmte, diesen Grapefruitsaft und dann noch ein paar andere Sachen, die du trinken musst. Und dann gehst du dich direkt hinlegen. Habe ich alles gemacht. Und in dieser Nacht arbeitet der Körper und sieht zu, dass er halt ganz viel Schrott aus dem Körper rausbringt, beziehungsweise auch die Steine. Und am nächsten Tag ist es normalerweise so, dass du morgens oder auch mitten in der Nacht aufstehst, aufs Klo gehst, manchen wird auch ein bisschen schwindelig und du lässt ganz viele Steine halt im Klo ab. Ja, machst Kaka halt oder Pipi oder was auch immer und es geht dann halt im Stuhlgang alles raus. Und in dieser Nacht, ich weiß nicht, wann ich wach geworden bin, ich glaube, es war 3 oder 4 Uhr morgens, hatte ich ungelogen, ich hatte das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, ist es jetzt mein Ende, muss ich sterben. Das war so erstmal mein erster Gedanke. Mir war ganz schwindelig, es ging mir sehr schlecht und ich habe auch an niemanden gedacht, nicht an meine Kinder, nicht an meinen Mann. In dem Moment ging es nur um mich und um mein Ende. Ganz komisch. Und ich habe gemerkt, okay, ich platze gleich. Ich habe das Gefühl gehabt, mein Körper platzt gleich. Okay, ich musste aufs Klo. Ich hatte dringenden Stuhlgang, aber mir war auch übel und mir war schwindelig. Es war irgendwie alles gleichzeitig. Ich bin aus dem Bett aufgestanden, ganz langsam. Alle waren natürlich im Tiefschlaf. Bin zur Toilette fast gekrabbelt und als ich dann da angekommen bin, musste ich aufstehen, habe mich noch an der Wand, das hört sich jetzt voll dramatisch an, habe mich an der Wand gehalten, bin langsam aufs Klo und ich dachte, gut, schnell aufs Klo, bevor du jetzt noch umfällst. Ich hatte Angst, in Ohnmacht zu fallen und Kaka in die Hose zu machen und mein Mann erwischt mich dann mit Kaka in der Hose auf dem Boden. Wie dumm eigentlich. Ja, ich habe mich dann noch schnell aufs Klo gesetzt, ist alles rausgekommen. Aber während ich im Klo saß, dachte ich wirklich, du stirbst jetzt. Ich habe keine Luft mehr bekommen, ich habe das Gefühl, ich muss kotzen und mir war schwarz vor Augen. Ich weiß nicht, wie ich es noch geschafft habe, mich sauber zu machen, abzuwischen, Hose anzuziehen. Und als ich die Hose hochgezogen habe, bin ich zusammengebrochen auf dem Boden. Also ich bin wohl mit dem Kopf gegen die Wand geknallt, ich habe das alles dann nicht mehr mitbekommen. Es war alles schwarz vor meinen Augen, dann lag ich auf dem Boden. Es hat einen sehr lauten Knall gemacht. So. Mein Mann hat den Knall noch gehört, wusste aber nicht, ob das jetzt zu uns, ob das die Nachbarn oder der war halt noch auch im Tiefschlaf, aber hat was gehört. Und ich lag dann keine Ahnung wie lange da und irgendwann bin ich wach geworden, mache die Augen auf und wundere mich, warum liege ich hier im Klo und es ist so grelles Licht hier, warum liege ich nicht im Bett. Bin dann ganz langsam aufgestanden, habe auch alles irgendwie vergessen und bin dann
stöhnend, ich habe dann gestöhnt vor Schmerzen. Ich weiß nicht genau, was für Schmerzen ich hatte, bin aber zu meinem Bett gelaufen. Und mein Mann hat gefragt, ist alles okay? Und ich meinte, ja, ich bin gerade zusammengebrochen. Er ist dann direkt aufgewacht, hat dann das Nachtlicht angemacht und hat gesehen, dass ich schweißnass war. Das habe ich auch gar nicht gemerkt. Ich habe nur gemerkt, dass ich friere. Da hat er mich angefasst. Ich war überall schweißnass, also überall nass. Mein Rücken war komplett, also mein T-Shirt war, mein Unterhemd war komplett nass. Und meine Haut war, ich hatte Gänsehaut. Und da hat er mich halt ins Bett gelegt, hat mich zugedeckt, hat sich richtig Sorgen gemacht, was ist los? Und dann war er auch ein bisschen sauer, warum ich halt diese Scheiße hier mache. Ich habe mich dann hingelegt, dann war auch alles okay und am nächsten Tag war auch alles gut. Also es war dann auch alles wirklich gut, es war nur dieser Zusammenbruch in dieser Nacht. Das könnt ihr euch vorstellen, also mein Mann fand die Idee dann nicht mehr gut, hier weiter zu... Ich hätte gerne weitergemacht, aber da war auch die Angst, was passiert dann beim vierten und beim fünften Mal, wenn du jetzt so weitermachst. Einerseits denke ich, gut, da gehen Gifte raus, da gehen Steine raus, aber andererseits als Mutter, als Ehefrau, als Tochter, als Schwester hast du Angst, nicht, dass mir was passiert und dann verlieren meine Familie, verliert mich aufgrund so einer Reinigung. Und deshalb habe ich mich entschieden, diese Reinigung jetzt abzubrechen, ja, aufgrund dieser Erfahrung. Und die wollte ich euch jetzt mitteilen, weil ich ja in dem einen Video halt erzählt habe, ich mache das und so weiter. Jetzt wisst ihr Bescheid, ich habe es abgebrochen, mache es auch erstmal nicht weiter. Ja, ich kann mir vorstellen, wenn die Kinder etwas älter werden, dass ich das nochmal beginnen würde und nochmal starten würde, aber da würde ich auch nochmal Bescheid sagen. Aber jetzt erstmal war mir das wirklich zu gefährlich mit diesem Zusammenbruch. War irgendwie wahrscheinlich einfach nur zu viel für meinen Körper. Und diese ganzen, ich vermute mal, mein Körper war so vollgefüllt mit den Giften und ich musste, der hat mich einfach ins Klo gedrängt, damit das alles raus kann. So viel zu diesem Buch. Ich beende jetzt dieses Video. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Wenn du irgendwelche weiteren Fragen hast, stell sie mir gerne unten in die Kommentare. Über deine Erfahrungen bin ich auch sehr, sehr gespannt. Lass es mich wissen, wie du diese Reinigung empfunden hast. Und bis zum nächsten Video.